Ich bin Europol, Alter, oder? Was gibt's denn? Europol, Junge. Natürlich. Alter, Cousin, ich küsse dein Herz. Ich küsse aber deins nicht. Aber ich wollte noch, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja, das wäre. Verdient man gut bei Europol? Nein. Nicht? Warum machen Sie dann den Job? Weil ich halt gewisse Rechte habe, die ich nutze, ne? Der Mann. Aha. Okay. Oh. Jeno, hört sofort, Jeno. Jeno. Shiro macht Jeno. Shiro macht Jeno. Oh. Mach Jeno schnell, wir haben 11:90 Uhr. Wenn du mir ein gutes Argument lieferst, dann lasse ich dich vielleicht laufen, aber nur vielleicht, weil wir im 11:90 Uhr, Jungs. Officer von uns ist in Gefahr. Geh da hin. Hat der Gang versonnen? Weiß nicht, der Gang versonnen. Ja, dann kann ich ihn nicht frei machen. Macht mit dem, was er will. Ah, Baby, es geht hier ab, Alter. Wem gehört denn das Auto? Was ist denn jetzt passiert mit dem? Suspendiert 2 Tage. Der ist ja bodenlos. Problem hast damit, dann geht. Ja, hab ich. Ja gut, dann geht. Tschüss. Yeah. Schade, was hier schon wieder passiert. Halbe Europol ist einfach Kindergarten geworden. Der eine ist 12 und arbeitet hier. Das ist ja wirklich. Ist das wirklich so? Der ist 12, ja. Und arbeitet hier. Ja, die bildet einfach Kindersoldaten aus. Kauft, habt ihr einfach wieder verkauft. Ist hier so frech gewesen? Ja, dann halt. Cool. Ich sehe, warum? So, die Herren einfach mal weiterfahren, ja. Es ist kein Parkplatz, aus, der Mann. Aus, wie aus? Aus! Einmal weiterfahren, bitte. Es ist kein Parkplatz. Don't. Einmal weiterfahren, der Typ. Okay, sorry, du Hund. Achso, wenn ich... Ja, aber ich hab doch nicht geschossen, Ja, das ist natürlich, toxische Gambo-Spieler, ist halt normal auf Berlin City. Hier gibt's halt kein AP, ne? Ist halt einfach normal. geil. Na, was geht ab? Wie kann man sich denn hier bewerben? Schriftlich. Wie lange dauert denn das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin bei der Europol. Achso, okay. Ich bin höher als dieser Scheiß-Schuppen. Oh, okay. Naja. Ja. Jetzt genau, mittendrin. Oh, ja. Das Motorrad ist jetzt weg. So. Ach, Lack, ja, könnte nichts anderes außer VDM, Digga. Oh, Motorrad ist ja auch wieder weg. Nice. Ja, kann er. Das Auto fliegt. Ey, Dicker, du siehst so scheiße aus. Du siehst selber scheiße aus. Junge, zieh mal deinen Anime-Kopf aus, bevor ich dich umscheppen lege. Ach, du willst mich umscheppern? Ja. Na los, komm, scheppern mich um. Ah. VDM natürlich. Finde ich das nicht so lustig, also. Hey, sag mal ruhig, komm mal weiter. Du 72er Spinner, du. Geh mal weg jetzt hier, du Fett. Hör mal, deine Mutter dich mega ruhig. Mach mal einen ruhigen. Ich komme hier noch so nicht raus. Mach mal einen ruhigen, du Bitte. Hey, also, ihn natürlich auch. Ey, ich hab 4 FPS, oh mein Gott. Also gleich? Ah, dieser Hut und so, Digga. Vielleicht auf dem Permaband. Hallo? 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 Okay. Hallo? Oh mein Gott. Was passiert hier, Mensch? Ich weiß nicht. Oh, ich kann gar nicht mehr kaufen, ich hab so Kopfschmerzen. Das ich weiß nicht. Scheiße, Digga. Oh mein Gott, Digga, was passiert hier? Junge, was passiert da?
einfach Quest Derby und Modding in 1. Mit wem reden Sie da, Mann? Halt's Maul. Die machen ja Selbstgespräche. Warum direkt beleidigen als Fehlgeburt? Also ich habe ja nachgefragt. Ach, ich fuck dich ab. Ja, dann habe ich ja was erreicht, ne, wenn ich dich abfacke. Tschüss denn, ja. Auf Wiedersehen. Hey, was soll das? Deine ist du weg. Oh Mann, was passiert hier bloß, Alter? Und was ist mit dem Auto? Naja, sind halt diese Standard-Zaubertricks, die sie aus ihren Zauberkasten rauskramen. Ist halt jeden Tag so, also. Was soll man erwarten? Allgemeine Bobby-Kontrolle. Oha, oha, oh Hilfe, oha. Ich dreh mich 20 Mal im Kreis. Reicht doch jetzt mal. Los mit dir. Nehmen Sie die Hände hoch, der Mann. Die müssen auch nicht gehen, der Mann. Bleiben Sie stehen. Der Mann, die Flucht ist keine Lösung. Bleiben Sie stehen. Sie wissen das ganz genau. Der Mann. Der Mann, bleiben Sie stehen. Flucht ist keine Lösung. Guck mal, er geht. Ist das Ihr Zuhause oder warum laufen Sie hier hin? Bleiben Sie stehen jetzt. Alles gut, ich kümmere mich drum. Ich bin einfach wieder. Sie sind gefangen. Okay, Sie sind Sie sind weg. Tag, Bruder. Tag. Was soll denn das hier, Digga? Tag. Tag, Will. Ah. Oh, sorry. Lars Polo. Hey, das muss doch jetzt nicht sein, Digga. So, Medic, einmal aussteigen, bitte. Ich muss ihn mal einmal kontrollieren, weil die haben hier den Mann umgefahren, ne, der Mann. Da würde ich auch flüchten, ne? Da würde ich auch flüchten. Das soll abgehen, das soll mal seinen Job machen. Ich so, Medic, zieh mal alleine, mach mal deinen Job, was los mit dir? Die Leute wollen dich hier nicht haben. Nein. Mach dich mal ab jetzt hier. Soll ich mal mit ihrer 01 reden, dass sie hier mit deinem Privatfahrzeug in Dienstkleidung fahren? Eigentlich wenn ich sie in 5 Minuten nicht in einem Dienstfahrzeug sehe, ja, dann ist ihr Job weg. Ich kann nicht kündigen lassen, wenn ich das möchte. Oh, ich brauche mal ihren Dienstausweis. Ich werde sie morgen kündigen. Geben Sie mir jetzt ihre Dienstnummer. Dann lass mich einfach kündigen, ganz einfach, deck mich hier, komm. Lass mich kündigen, viel Spaß, so, sehen uns, tschüss. Jetzt gehen Sie mal Ihren Job nach, sonst muss ich Sie kündigen lassen? Wie lassen Sie mich in Ruhe? Sie riskieren gerade Ihren Job, der Mann. Der Mann, bleiben Sie jetzt stehen. Das muss ich Sie festnehmen. Ja, nimm mich fest, los, tu es. Ich wollte Bieler einmal überfahren. Scheinbar ist es nicht hier, der sogenannte Bieler. Ihre Körperverletzungen werden 5. Herr BKA, dann nehmen Sie den einfach fest. Der kooperiert nicht. Sie bleiben jetzt einmal stehen. Der Mann, Sie bleiben jetzt einmal stehen. Wo haben Sie Ihren Ausweis? Herr Kollege, bitteschön. Ja, danke schön. Suzuke Aizen. Muss ich nicht einsetzen, ehrlich. Der wird morgen gekündigt, alles gut, Mann. Morgen sind sie gekündigt, der Mann. Ich danke dir schon so lange. Danke. Ja, ich mach da keine halben Faxen mehr. Abibi, morgen bist du weg. Ist egal. Ja, mir ist das auch egal, ob du deinen Job verlierst. Jetzt kommt die ultimative Power. Zeig mal, ich will mal sehen, die ultimative Import-Power. Gerade halt gegen alles gegenfallen, was du siehst. Ich rampel ein Auto an, das Auto fliegt 10 Kilometer. Ja, genau, das ist es. Wie teuer ist das Auto? Habe ich wahrscheinlich bekommen, weil ich 6.000 Euro reingeholt habe. Ist ein Einzelimport? Ja, Einzelimport. Da mal ein Fahrzeug einfach. Jo. Jo, ist ja richtig wild. Ich brauch dieses Auto, Digga. Guck mal, wie geil, Alter. Bleib mal stehen, der Count ist nicht schrammen. Bleib mal stehen. Digga, er hat Panzerfahrzeug, Alter. Dann macht der Medic nichts, Digga. Kannst du einfach alles reinbrettern, was du willst, alles explodiert. Oh, direkt gefickt, das Auto. Hey, warum soll ich den Auto? Ja, ich weiß nicht, von wo er den hat, ich hab ihn nicht ausgegeben. Ich fühl dieses Auto richtig, Digga. Was machen die hier? Was passiert hier? Was macht ihr hier, Jungs? Ach, der will die Leute umfahren, guck mal. Er fährt die Leute um, Digga. Guck mal. Jetzt fick ich den. Oh, fail. Oh, Digga. Okay, das war's wohl. Auto ist wieder heile. Da richtig wild. Ja, Bruder, was für ein Falsch. Das meinst du, oder wie mit? Ja. Muss ich vorstellen, wir fahren hier gerade mit 80. Ey, hallo. Was ist das hier, Digga? Ja, einfach ohne Sinn, diese Cousins, Digga. Digga, kann man hier eigentlich nur noch Gambo schieben, Digga? Was ja, natürlich.
Hallo, was ist denn los mit dir, du Hurensohn, Digga? Ja, hast du kein Leben oder so, Digga? Mach doch direkt letzten Ritt, Alter. Was ist los mit dir? Ist ja dumm, oder schlecht. Ist reingeschissen, ne? Den hab ich's gegeben, also. Ja, den kannst du ja verstehen. Na, den müssen wir jagen jetzt. Den jagen wir jetzt. Deren Auto ist im Arsch. Boah, der Ort ist Autotown. Das gehört ja, Hurensohn, deine Mutter wird sterben am Anfang. Oh, der Mensch. Oh, das tut mir aber leid. Oh, das tut mir aber leid. Oh, das tut mir aber leid. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Oh, nein. Tut mir aber leid. Oh, da ist wohl das Auto weg. Egal, Mann. Das fand jetzt einer hier nicht so geil, ne? Dass ich das Auto weggerammt habe, den Mercedes. Der im BMW fand das jetzt nicht so geil, ne? Also, was haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen, dass sie mein Auto wegschmeißen? Der Mann hier in diesem BMW. Ja. Nur noch solche Idioten hier. Warum darfst du eigentlich so rumlaufen? Ich durfte nicht bei der Europol so rumlaufen. Achso, weil du viel zu bist. Weil ich was Besonderes bin, genau. Weil ich diesen gewissen Bonus bekomme. Ja, das ist schon lustig. So. Ja. Ein bisschen mal Streifen fahren. Aber ich müsste vorher nochmal gedanklich einen rauchen gehen. Ja, Digga, da bin ich dabei. Wollen wir kurz telefonieren? Ja. Ich bin jetzt gerade nicht an meinen Augen dran. Besitzt du kein Mobilfunktelefon, wo du die App Discord drauf hast? Ey, Bruder, ich rede jetzt kurz offen. Digga, als ob du auf deinem Handy kein Discord hast. Doch, ich hab Discord auf dem Handy. Ja, dann lass doch dein Handy ja kein Mikrofon oder was. Ja, manchmal, Digga, auf ganz entspannt, Digga, dann guck ich so in die Luft, so einen Sternenhimmel und dann penne ich ein. Und dann bin ich draußen, hab ich draußen gepennt die Nacht, Digga. Auch das ist eine Nacht, ohne Schall, Digga. Hallo, ja. Die Dame, hallo? Ja. Die Dame, hallo? Ja, wir sollten hallo? Unsere Dienstausweise auch schon bekommen. Die sind auch drinne, aber wir haben noch keinen Muskelsatz. Hä, das ist einfach ein Mann, Digga. Unser Fanboy. Gehört die zu euch, die Alter? Keine Ahnung, wer das ist, man juckt mich auch nicht. Das ist ein Typ, glaub ich. Nee, jeder zweite ist ja ein Typ. Ja. Hallo. Ach, Schatz, ich will nur kurz was machen, gell? Und schon nervige Leute. Ach, die ist 40 plus, Digga. Hä? 50? Nee, Enzo ist mit einem Guck mal, die redet die ganze Zeit. Ich hab neue Regeln, da kann ich nichts machen. Hä? Doch, ich darf leider nicht mit rein. Ich kann zwar mal anpingen, aber das war schon. Ja, das kannst du ja machen. Jungs, was brauchen sie das? Was ist? Was ist Typ? Also entweder ist die Ö50 oder... Schätze, ich höre, ich kann nichts machen, Junge. Das ist unser Fanboy Nummer 1, Shinzo. Hallo, die Dame, sind sie jetzt ein Mann oder eine Frau? Da muss ich gleich gucken. Ich muss die Einstellung ändern. Okay, mach mal die Hände nach oben. Mach mal die Hände nach oben. Mach mal die Hände nach oben. Haben wir nicht bekommen. Die, das ist ein Kammer direkt halt. Musst du oben rein halt. Beides. Ja. Wir kriegen gar nicht. Ja, wir sind in letzter Zeit auch am Campen, deswegen. Lass sie mal mitnehmen, ey. Wir sind auch die ganze Zeit am Campen, ey. Was ist das? Nebenbei am COD zocken oder was? Die wollen mich jetzt mitnehmen. Dürfen sie nicht? Ja. Hallo, mit, hallo, die Dame, sie wissen schon, dass das Metern ist, was sie da machen. Warte mal, ganz kurz vorhin fliegen. Ab in die Suppe. Wie soll ich denn dran haben? Die ist Ü50, Mann. Ja. Oh, ich hör mich sogar selber da drin. Wollt ihr weiterfallen oder ist er jetzt fertig? Was ist das, Digga? Hallo? Hallo? Ich hör mich da selber drin, was ist das? F8 gut. Was ist das, Digga? Tschüss. Sind das Breiter? Digga, Casino nur am Liegen. Was ist das? Der Mann, können Sie mal Ihre Maske absetzen? Ah, der Bundeskanzler, alles wird nicht. Kein Wunder, dass hier nichts los ist in der Stadt, wenn hier einer heiratet. Wem festnehmen? Den festnehmen. Der Mann, bleiben Sie mal stehen, bitte. Ich hier, der Europoler. Eine Streife ist unterwegs, die wird Sie jetzt abführen. Sie fesseln mich ohne einen Grund. Ich habe Sie nicht gefesselt, also... Ich habe niemanden gefesselt hier. Also, ich bin ja nicht einmal richtig aufgestanden und schon gefesselt. Brauchen Sie noch eine Behandlung, der Mann? Also... Hier, kümmert euch mal um die Person, weil der soll irgendwie festgenommen werden. Der Mann, einmal Hände hoch. Die lassen sich jetzt festnehmen, okay? Es war aus Versehen. Ist mir egal, die werden jetzt einmal festgenommen. Wie Fanboy Nummer 1, Digga, was auch was so? Ich bin von niemandem Fanboy, Digga. Ja, was mit meinem Kollegen? Europol, komm mal her. Ja, dein Kollege ist auch noch. Können Sie den bringen? Hallo, ich möchte mit dem Europol-Mitarbeiter sprechen. Ich habe so direkt mit dem Europol-Mitarbeiter sprechen. Ich rede mal mit dem. Ja, was gibt's denn da, Mann? Können Sie vielleicht dafür sorgen, dass mein Kollege hochgeholt wird? Ja, natürlich. Wird sich
sich jetzt drum gekümmert. Der Mann, einmal stehen bleiben! Der kann getasert werden. Ich weiß, ich weiß. So, der Mann, die stehen jetzt hoch und nehmen ihre Hände hoch, verdammte Scheiße! Nimm deine verschissenen Flossen hoch! Er hat ihn doch, Leute, er hat ihn doch. Habt ihr hier Party gemacht, oder wie? Ja, da kam eine Party gemacht. Bis der Typ mit die Hand schon alles gemacht hat. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wer ist der Traum, wer ist der Mann von Köln, der da war? Mashallah, herzlichen Glückwunsch. Man heiratet nur einmal im Leben. Die richtige Frau natürlich. Was hast du denn jetzt gemacht? Auf jeden Fall, abgeschleppt habe ich sie. Die Dame hat sich einfach nackt ausgezogen im Auto. Ja, der schießt einfach. Die Dame, warum schießen sie auf den Mann? Das war ein Mediziner, glaube ich. Ich will das jetzt nicht sagen, aber die Dame müsste mal aussteigen. Sie hat gerade auf einen Mediziner geschossen. Die bleibt drin. Die Dame hat gerade einfach so jemanden ermordet. Hallo, die Dame einmal aussteigen, bitte. Sie haben gerade einen Mord begangen. So geht das nicht hier. Einmal bitte aussteigen. Es tut mir leid für Ihre Hochzeitsfeier, aber Sie müssen einmal aussteigen. Sie, die Dame hat einfach den Mann da bei dem Autoladen abgeknallt. Das geht so nicht. Die Dame einmal aussteigen. Ich habe sie doch gesehen. Sie dahin gezählt haben. Sie hat eine Hochzeit, das würde sie niemals tun. Doch, natürlich, ich hab's auch gesehen. Und der Mediziner kann es bestätigen, also. Also die Dame einmal aussteigen, bitte. Die Notwehr war. Der Mann hat nicht angegriffen oder sonst irgendwas. Also einmal aussteigen jetzt, bevor ich mich da. Hast du jetzt so eine Langeweile oder was, dass sie die Hochzeit vermachen? Die Dame hat einen Mord begangen. Die Dame hat einen Mord begangen, das könnt ihr doch nicht so zulassen. Die Dame einmal aussteigen wird, ich muss sie festnehmen, kann nur hier nicht sein. Die Frau macht einen Mord und ihr vertuscht das. Die Dame steigen sie jetzt bitte aus, ich habe jetzt gleich keine Geduld mehr. Notwehr ist für mich was anderes, aber aus dem Auto zu schießen, um eine Person umzubringen. Es tut mir wirklich leid für Ihre Hochzeitsfeier, aber die Dame hat wirklich gerade einen Mord begangen aus dem Auto raus. Das geht so nicht. Die Dame hat einen Mord begangen, das muss ich nachgehen. Das ist mir egal. Schießt ihr noch? Ihr habt einen Platzverweis. Ein Platzverweis? Genau. Das ist eine polizeiliche Maßnahme, da haben sie gar nichts zu tun. Solange ihr keinen richterlichen Beschluss habt, kann ich euch einen Platzverweis geben. Ja, wenn sie das einfach so vertauschen, dann muss ich sie mit anzeigen. Ja, dann können sie mich gerne anzeigen. Ich ja, natürlich. Kann holen, aber also, ich arbeite hier und ich kann euch einen Platzverweis geben. Ja, natürlich.